Speziell handarbeitsintensive und monoton wiederkehrende Tätigkeiten sind prädestiniert für Roboter. Der Mangel an Arbeitskräften, herbizidfreier Ackerbau oder das Vermeiden von Überfahrten mit schweren Geräten sind weitere Gründe, die für Einsätze solcher Maschinen in der Landwirtschaft sprechen. Sie heißen Dino, Helga, Roboti oder Xaver, sind bereits kommerziell oder als Konzeptstudien auf Feldern unterwegs, erledigen gewisse Arbeiten selbsttätig und rund um die Uhr. Die Schweizer Landtechnik hat die vier genannten Roboter kürzlich begleiten können. Helga, der Roboter des dänischen Herstellers Farmdroid, kann dank RTK-Signal punktgenau säen und wegen dieser exakten Erfassung des Ablagepunktes des Saatguts dann später auch ebenso genau hacken. Er kam heuer auf verschiedenen Betrieben in der Schweiz auf deren Zuckerrübenparzellen zum Einsatz und bewegt sich hier mit einer Geschwindigkeit von 0,7 km/h solarbetrieben über das Feld. Beim Jäten kommen die Hackarme zum Zug, auf denen kleine Hackschare angebracht sind. Ein Motor bewegt diese Hackschare in die Reihe hinein und wieder hinaus. Der Roboter funktioniert, Probleme bestehen noch bei der längeren Einhaltung von Saatabstand und Spur. Anwender und Konstrukteure glauben aber, diese schon bald gelöst zu haben. Seit geraumer Zeit ist der 800 kg schwere Hackroboter Dino von Nayo Technologies auf dem Markt. Im Fokus steht bei den Anwendern die herbizidfreie Unkrautbekämpfung, was durch den Einsatz der RTK-Steuerung exakt möglich ist, bisher aber nur zwischen und nicht in den Reihen. Neben der Satellitennavigation kann der Dino mit einer Kamera ausgestattet werden. Sie erkennt kleinere Abweichungen zur Reihe und kann dies mit einem Verschieberahmen korrigieren. Dino verfügt über Spurbreiten von 1,6 bis 2 Meter, fährt 4 km/h schnell und schafft pro Tag etwa 5 Hektar. Unter idealen Bedingungen verspricht der Hersteller eine Arbeitszeit des mit Lithium-Ionen-Akkus bestückten Roboters von 8 bis 10 Stunden. Das dänische Unternehmen AgroIntelli zeigte auf der Agritechnica 2019 mit dem Roboti 150D seine neueste Feldrobotergeneration. Dieser Roboter ist ein autonomer Werkzeugträger, kann über einen konventionellen Dreipunkt und eine Hydraulik mit doppelwirkenden Steuergeräten 3 Meter breit arbeitende Maschinen aufnehmen. Der Antrieb erfolgt über zwei 75 PS starke Dieselmotoren von Kubota. Der Durchgang der Maschine beträgt 92 cm. Der Roboter kann fernbedient werden oder wird via Laser, Kameras und GPS automatisch gelenkt. Die Arbeitspläne werden über die Webseite des Herstellers verarbeitet und auch automatisch dokumentiert. Im Vergleich dazu klein mutet sich Xaver an. Dafür ist dieser Dreiradroboter nicht alleine unterwegs, sondern arbeitet in Schwärmen. Dieser von Fendt im Rahmen eines strategischen Forschungsprojekts entwickelte Feldroboter ist hier mit einer Säeinheit aus der Eco-Tochter Precision Planting ausgerüstet, die mit Unterdruck und einem elektrisch angetriebenen Vereinzelungssystem die Saatkörner in die Furche legt. Sensoren erfassen Bodenfeuchtigkeit, Temperatur, Humusgehalt sowie Pflanzenrückstände und passen darauf basierend Saatstärke und Saattiefe entsprechend an. Das dritte Rad treibt nicht nur den Roboter an, sondern funktioniert als Druckrolle für das Saatgut. Der Tank fasst 20 Liter und reicht für eine halbe Hektar. Alle 90 Minuten muss der Roboter an die Ladestation, um seinen Akku aufzuladen. 6 dieser Roboter sollen etwa 2 Hektar pro Stunde bearbeiten können. Bei autonomen Maschinen spielen Sicherheitsaspekte eine entscheidende Rolle. Technisch ist dies machbar. Es verbleiben aber agronomische Herausforderungen, die es beim Betrieb solcher Geräte zu meistern gilt. Entscheidend für die weitere Verbreitung in der Praxis ist zudem die finanzielle Tragbarkeit.